Hallo alle miteinander und herzlich willkommen zu meinem nächsten Let's Play Projekt Hades oder Hades im Englischen. Das hier ist das neueste Spiel von Supergiant Games, die man höchstwahrscheinlich am besten für Bastion kennt. Bastion habe ich sehr gemocht, war ein richtig gutes Spiel, auch wenn ich das erst deutlich später gespielt habe. Und Hades ist ein Spiel, das für Ewigkeiten, ich weiß jetzt nicht genau wie lange, als Early Access auf Steam erhältlich war. Und ich muss es einfach mal so sagen, ich bin ein riesengroßer Fan von Mythologie und vor allem griechische Mythologie. Und was ich auch immer so ein bisschen in Mythologie interessant finde, sind Vorstellungen von der Unterwelt oder ähnliches. Von daher war ich eigentlich auf Anhieb an dem Spiel interessiert. Problem damals war halt nur, ich wollte mir nichts von der Story von dem Spiel in irgendeiner Form spoilern, während das Spiel sich noch im Early Access befindet. Also habe ich mir gedacht, ich spiele es erst dann, wenn es tatsächlich rauskommt. Dann war ich Vollidiot, nur allerdings in den letzten Tagen ziemlich beschäftigt, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, als es rauskam. Und hab quasi gestern erst gemerkt, oh scheiße, das Spiel ist ja tatsächlich draußen, als ich die aktuellste Version von Zero Punctuation gesehen habe. Danke, dass du mich darauf hingewiesen hast, dass das Spiel existiert, Yahtzi. Und obwohl ich jetzt mittlerweile schon bestimmt einen Monat hinten dran hänge, habe ich mir gedacht, warum nicht? Ich habe ewig auf das Spiel gewartet, jetzt fangen wir doch einfach mal an. Also ich weiß nicht wirklich viel über das Spiel im Voraus. Wie gesagt, ich wollte mir nicht spoilern, solange das Spiel als Early Access auf Steam erhältlich ist. Von daher fangen wir doch jetzt einfach mal an. Leerer Speicherplatz. Few tales are told of Hades, whose very name inspires fear and penitence. Reminding us of the inevitable fate which we all share. I, however, mean to tell you such a tale. Listen carefully. Goodbye, Father. Tartarus. Ah, wir befinden uns in der Unterwelt. Und ich habe noch keine Ahnung, wie unser Charakter eigentlich heißt, aber wir steuern ihn in einer ähnlichen Übersicht wie The Kid in Bastion. Und hier haben wir die Seelen der Toten. Und wir können dashen, das ist doch schon mal gut. Hat das Ganze irgendeinen Cooldown, den ich sehen kann? Na, momentan sehe ich nichts. Okay. Die Töpfe hier können wir nicht kaputt machen. Also ich liebe diesen Grafikstil, vor allem da unten die Hände der Toten im Fluss. Wie hieß der Fluss nochmal? Styx hieß er, glaube ich, oder? Das können wir nicht kaputt machen. Eine Sache, die ich ja immer so ein bisschen schade finde in Mythologie, ist, dass von den ganzen Göttern Hades, von den ganzen Göttern im griechischen Pantheon Hades immer so irgendwie die Arschkarte zieht. Wenn er irgendwo auftaucht, dann ist er meistens in irgendeiner Form der Schurke von der jeweiligen Story, was ich eigentlich so ein bisschen bescheuert finde. Hades ist in der griechischen Mythologie meines Wissens nach zumindest nicht wirklich böse. Er ist halt einfach ein strenger Herrscher über die Unterwelt, der sicherstellen will, dass niemand von dort wieder herauskommt. Aber nicht unbedingt böse, würde ich es mal sagen. RB? Ah, okay. Ach, wir haben... Ach, war ja logisch. Ich Vollidiot. Probiere natürlich nicht alle Knöpfe aus. Also gut, was haben wir denn da? Wir haben ein Schwert, mit dem wir garantiert da drin die ganzen Töpfe hätten kaputt machen können. Okay, ich weiß zwar nicht, was du genau bist, aber du bist tot. Oder auch nicht.
Okay, Combat ist relativ schnell. Das gefällt bisher. Sag mir bitte nicht, dass ihr immer neu kommt, wenn ich mich da aufhalte. Ich will eigentlich... Hey! Okay, ich sammle Gold. Wahrscheinlich brauche ich das, um mich in irgendeiner Form abzugraden. Ich muss nochmal wirklich sagen, ich weiß absolut nichts über das Spiel. Einfach weil ich mir die Story von dem Spiel nicht ruinieren wollte, während es noch in Early Access war. Weil mir war klar, das Spiel wird eine Story haben. Und diese Story wollte ich dann für mich selbst erleben. Da ist wer? It's got to be her. Then here goes nothing. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Zagreus. Okay. Hail, noble cousin. Now, let's get you from that miserable place. I'll see that all of us upon Olympus do our part, beginning here with me. Athene, die Göttin der Weisheit. Okay, dein Angriff ist krass voller. Was genau? Gaben der Athena. Kann ich mir das kaufen oder kriege ich das einfach? Dein Wurf verletzt Gegner auf kleinen Raum und kann ablenken. Dein Angriff ist kraftvoller und kann ablenken. Die Spurt. I know you can't hear me all the way where you are, Goddess, but thank you. Okay, ich gehe mal davon aus, diese Säulen fügen Schaden zu, wenn ich sie zerstöre, während ein Gegner sich da unten drunter befindet. Okay. Oh, muss ich mich beeilen? Zagreus. Ich weiß nicht, wie der Name genau ausgesprochen wird. Wahrscheinlich werden wir es später in irgendeiner Dialogszene noch zu hören bekommen. Short work. The underworld's power. Die Macht der Unterwelt. Okay. Was hier? Ja, die Dinger kann ich tatsächlich kaputt machen. Aber da scheint nichts drin zu sein. Schade. Na gut. Was haben wir hier? Kann ich hier mit irgendwas machen? Nein. Also geht's weiter. Ich weiß im Prinzip nur über das Spiel, dass es Roguelike-Elemente haben soll. Aber mehr weiß ich jetzt wirklich auch nicht. Uah, okay. Merke, das sind Fallen. Bleibst du hier? That's what you get. Also seine Stimme hört sich auf jeden Fall schon mal richtig gut an und ich kann damit leben, dass es nur Englisch gevoiced ist. Zusätzliche Sprachen sind ja immer ein riesiger Budgetfaktor und lass mich hier nicht warten. Was ist mit euch? Könnt ihr eigentlich auch da die Fallen triggern? Naja, die laufen außen rum. Okay. So, jetzt geht du kaputt. So. Okay, ich glaube, ich habe am Anfang das Richtige hochgelevelt. Münzen von den Toten. Ah! Good enough. Ziemlich viel Gold. Und jetzt, da alles tot ist, sind die Stachelfallen auch weg. Na gut, wo lang geht's jetzt? Nach oben oder nach links? Also, aber da ist ein Schlüssel. Exit has its own reward. Seine Belohnung. Ach so, das heißt, ich würde eine andere Belohnung kriegen. Nehmen wir mal den Schlüssel, weil ich ja nicht weiß, was der genau bringt. Da haben wir wieder eine Stachelfalle. Oh, ihr seid stärkere, was? Moment, was?
Oh, meine Güte, meine Güte. Ich bin fast tot. Oh. Okay. Jetzt bin ich wirklich fast tot. Almost had me. Dö. I can use this. Okay, can't heal myself, but I can fight. Okay, du kannst dich nicht selbst heilen. Das ist allerdings scheiße. Okay. Okay, die Möglichkeit. Ah, oh, scheiße. Es gibt kein Entkommen. Okay, schade. Damn it. I'm home. Das Haus des Hades. Okay. Carry on, everyone. Don't mind me. Ja, das muss ich jetzt wirklich schon mal sagen. Das Voice Acting ist ziemlich gut. Hello. Ach, und wer bist du? Welcome to the House of Hades, where... Wait, I know you. Guess that means you died out there, huh? Well, don't be sad, though. Pretty much everybody dies sometime. Hypnos, Inkarnation des Schlafes. Some of us more than others. Back already. Oh. Infernal Watchdog Cerberus regards the Underworld Prince with mixed emotions, from purest joy to deepest melancholy. You watch over things for me, won't you, boy? You know I'd take you if I could. Oh, ihr könnt Cerberus streicheln. Someplace else. Oh. Süßes Hundchen. Los, komm, nochmal streicheln. Er verdient es. Ist ein gutes Hundchen. Okay, und da haben wir Hades. Welche Beziehung haben wir denn nochmal mit ihm genau? Stupid boy. I told you nobody gets out of here, whether alive or dead. So how was your wanton ransacking of my domain? Greetings, Father. My ransacking was a delight, thank you for asking. So I'll just be on my way again. Zagreus, Prinz der Unterwelt. Okay. Be on your way indeed. What do I care? You shall never reach the surface. Go, see for yourself. What is it now? I've a mountain of infernal parchment work. Ja gut, irgendwie so stelle ich mir Hades tatsächlich so ein bisschen vor. Einfach überarbeitet und schlecht gelaunt, weil so viele Leute permanent in sein Reich kommen. Oh, really? I do not think so, boy. Keine Gefechte hier drin erlaubt. Ich kann nichts machen. Okay. Gut, dann will ich dieses... Ich denke mal, das wird meine Hub sein. Gesperrt, da kann ich also nicht rein. Wer bist du? Good to see you, lad. Despite the circumstances, remember your training out there. The pain of death is but another obstacle. Achilles, vergessener Held. Ah. And fear is for the weak. Take care, Achilles. Was haben wir denn da? The House of Hades, that dark and lavishly appointed lair of the Underworld's king, is home not just to him. But to his willful progeny. You know I can hear you, old man. Moment, redest du jetzt mit dem Erzähler? Also gut, jetzt habe ich so ein bisschen verstanden, worum es geht. Wir sind der Sohn von Hades und wollen einfach aus der Unterwelt abhauen, weil es da scheiße ist, denke ich mal. Und dafür müssen wir allerdings dieses brave Hundchen hier hinter uns zurücklassen.
Haben wir hier jetzt noch irgendjemanden? Bist du? Do not despair, child. Such setbacks are inevitable and may be overcome with effort and with time. You made contact with the goddess Athena. She shall be true to her word. Nix, Inkarnation der Nacht. I believe it, Nix. I'm grateful that you put us into contact. I know you took a considerable risk in reaching out. The risk is not to me. I expected the Olympians would involve themselves in this eventually. Reveal to them no more than they already know. Are we understood? Yes, we are. Then go. Okay, hier komme ich wohl nicht raus. Kann ich auch irgendwas mit dem Zeugs, das ich... How goes it, Shanes? Schatten. Ah, ich kann mit denen reden? Nee, nicht wirklich. Okay, egal. Hey, Room, I'm back. Wer redet mit seinem eigenen Raum in der Form? Na gut, egal. Was haben wir denn da Schönes? Night and darkness guide me. Schattengestalt. Du fügst bei Angriff Spezialität ohne Schaden zu, wenn du Gegner hinterrücks trittst. Du langst einen kleinen Teil, wenn du eine Kammer verlässt. Plus 1 hier Rang. Oh! So ein bisschen Heilung. Okay. Puh, felt that. Ja, Heilung ist ja nicht schlecht, wenn wir uns anders nicht heilen können. Von daher. The bedchambers of Prince Zagreus lie in a perpetual state of utter disarray, despite his lord and master of the house repeatedly insisting that he pick everything up. Oh, come on, it's not that bad, is it? Oh, das typische, der typische rebellische Teenager, der seinen Raum nicht aufräumen will. Oh Mann. Okay. Ausruhen. Can't sleep. Echt nicht? Wozu kann ich das denn auswählen? Dann ist das bescheuert. Und wenn ich jetzt hier rausgehe? Okay. Ah, jetzt kann ich Waffen. I can escape through that pink window there. Da raus geht's. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Ah. Aufschließen. Für die Schlüssel bekommen wir zusätzliche Waffen. Das hier ist... I lack the necessary keys. Aber das hier kann ich mir holen, oder? There we go. Koranakt, the Heartseeker. Let's deal some death. Psst, over here. What the? Wer bist du? Nice place you got here, boyo. Name Skelly, how's it going? But enough with the smart talk already. I'm here to do a job. So let me have it. Give me everything you got. I don't remember having you on payroll, mate. Who's your supervisor? Okay. Oh, I'm not about to wrap my sources, pal. Just try and beat it out of me. If you insist. Okay. Halte Ding verfeuert, Ding für Salve. Was ist beim... Was ist beim Aufblitzen? Powerschuss los. Beim Spurten. Moment, Spurten ging so. Beim Aufblitzen. Das Aufblitzen müsste ja sein, wenn... Oh, ich... Meine ich das nur oder tue ich automatisch so ein bisschen zielen? Ah. Bet I got you pretty good. Okay. Okay. Nee, ich glaube für den Anfang will ich mal mehr spielen. Studios. Not yet.
Ah, Moment, das ist ein Zauber. Okay, verstanden. Okay. Damit habe ich zumindest so ein bisschen Angriff auf die Ferne. Okay. Darkness gives me strength. Gut, und dann sind wir quasi wieder am Anfang. Ein Blitz. Oh. Is this really him? Okay. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Greetings there, young man. Look, your father's always been rather difficult, and he's not so much as called in quite some time. You'll have a better home where you belong, here on Olympus. And to help you on your journey, have my blessing. Ah, Gaben des Zeus. Okay, deine Spezialität bewirkt, dass Gegner in der Nähe von Blitzen getroffen werden. Wurf. Ist eine Kettenblitze, die zwischen Gegnern hin und her springt. Oh. Lord Uncle Zeus lending his support. Never thought I'd see the day. Or night. Whenever. Okay. Moment, das muss ich dann ja wieder einsammeln, oder? Back to dust. Out. Okay, dann muss ich also quasi immer den letzten Gegner, der von meinem Zauber getroffen ist, wieder töten, damit ich den nochmal einsetzen kann. Okay. Oh, warte da. Glänzt was? Composed of such innumerable, ever-shifting, interlocking chambers, the underworld of Lord Hades all but guarantees the dead shall there remain until the end of time. Good thing I'm not dead. Okay. So, dann wollen wir doch mal. Kann ich da drüber springen? Ah! Ja, kann ich, aber da war natürlich direkt eine Stachelfalle. Oh, und jetzt habe ich auch meinen Damaging Dash nicht mehr, merke ich gerade. Und das sind Bomben. Okay, gut zu wissen. Wir müssen ja erstmal so ein bisschen verstehen, was alles tut. Gehe jede Wette ein, dass man die verwenden kann, um den Viechern auch Schaden zu machen, oder? Ja, aber wahrscheinlich nur, wenn sie sich da auch tatsächlich in der Nähe befinden. Okay, bezüglich der Namen von den Charakteren werde ich, einfach mal davon ausgehen, ich werde sie so aussprechen, wie man sie im Allgemeinen in der deutschen Aussprache kennt. Ich meine, im Englischen heißt es Zeus, im Deutschen Zeus. Da das Spiel komplett auf Englisch ist, werdet ihr natürlich immer die englischen Versionen von den Namen hören, aber ich spreche das dann Ganze dann trotzdem eher so im Deutschen aus. Ansonsten komme ich nur die ganze Zeit durcheinander. Ich nenne ihn jetzt einfach Zagreus. Okay, gehen wir doch mal weiter. Irgendwie habe ich so das Gefühl, in diesen Basen ist nichts. Uah, und ich bleib natürlich voll drauf stehen, ich Vollidiot. So. Könntest du aufhören, auf mich zu schießen, während ich gerade beschäftigt bin? Das ist feige. Aber die Musik ist schon mal nicht schlecht. So. Oha. Ein weiterer Segen. That was revelry. People having a good time. Well, sure then. In the name of Hades, Olympus, I will accept this message. Hey there, Zag man, how's it going? Look, you have got to get here with the rest of us already. We've been saving you a spot.
Let me see what I can do. Make life a little sweeter for you in the meantime. Ah, Dionysus. Deine Spezialität bringt Gift mit sich. Rauschbord, dein Spurt sitzt in der Nähe des Ausgangspunktes Gift aus. Wellenwert aufgefüllt. Leave it to the god of wine to liven things up around here. Ich find's so geil, dass es in Griechenland einen Gott gibt, der extra nur für den Wein da ist. Where now? Gehen wir doch mal da lang. Ich will so bald wie möglich sämtliche Waffen freigeschaltet haben, weil ich wissen will, was die alle können. So. Ah, also dieses Gift ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Sehr. Ja, wir hatten schon einen Schlüssel. Also brauchst du das nicht nochmal erklären. Deshalb bin ich so ein bisschen verwirrt, warum du das nicht beim ersten Mal erklärt hast. Aber egal. Mein lieber Herr Unterweltprinz. Fortfahren. Ach, darunter komme ich nicht. Okay. Was ist das hier Schönes? Links. Ich habe zwar keine Ahnung, was das ist, aber gehen wir einfach mal. Ah, jetzt verstehe ich das auch. Dieses Gelbe zeigt an, dass sie erstmal ein bisschen... verprügelt werden müssen und wirkt im Prinzip wie ein zweiter Lebensbalken. So. Und ich habe mal wieder viel zu wenig aufgepasst. Und natürlich sofort jede Menge Schaden bekommen. Uah, Arschloch. Und während sie diese Rüstung anhaben, dann gehe ich auch mal stark davon aus, dass wir sie nicht in irgendeiner Form staggern können, wie wir das normal machen. Ein Power-Apfel, okay. Was macht das Ding? Power of the gods. Spurt, dein Spurt, das Ding, Giftschaden 3, alle. Oh, okay. Schaden, ich mach mal den Giftspurt hoch. Für Gabeninfo. They got me. No way to patch up. Got to keep going. Ja gut, ein bisschen heile ich mich ja mit jedem Raum, allerdings jetzt nicht so wirklich viel. Und in den Vasen ist natürlich nichts, das gibt's doch nicht. Ich bin tatsächlich so ein Vollidiot, der in solchen Spielen immer alle Vasen oder was auch immer zerstört, weil ich hoffe, dass da Gold drin ist. Oder irgendwas. Okay. Oh, ihr seid neu. Oh. Okay, sehr schön. Was? Boah, scheiße. Jetzt habe ich mal wieder nicht aufgepasst. Ist gekommen. Okay. Ja, Finsternisenergie nenne ich das jetzt einfach mal. Was haben wir denn hier? Ah, einkaufen. Okay. Ach, es irritiert voll, dass es da nichts drin gibt. Aber okay, mal schauen. Let's see what's in here. Trägt 15%, Zopf des Atlas, dein Wurf fügt mir Schaden zu, Chimärenhappen, deine Spezialität fügt mir Schaden zu. Why not?
Nehmen wir es einfach mal. Ich glaube, das Gold konnte ich ja sonst bisher noch nirgends irgendwie verwenden. Gehen wir mal weiter nach links. Jetzt haben wir... Okay. Treffen wir jetzt Charon? Ah, ja. Da haben wir ihn ja. Stygischer Fährmann. Good to see you, Charon, mate. Just minding my own business, taking in the sights, and hey, what's that you got? Some sort of wares for sale? And I'll just have a look around. The infernal wares of the Stygian boatman Charon lie sprawled about. Available for sale, whomever would be willing to quench the boatman's great thirst for riches. That'll be me. Ich? Ja, wenn wir tatsächlich Gold hätten. Leben, was das hier ist. Ah, das wäre dann wieder von Dionysus eine Power. Und das wäre, glaube ich, einfach Heilung. Ja, genau, wir verwenden Pommes, um uns zu heilen. Ich weiß ja, dass in Videospielen häufig Essen in irgendeiner Form Heilung ist, aber warum Pommes? Ah, okay. Na toll. Okay. Ah, das war's. Sehr schön. Wie viel Gold haben wir jetzt hier? 100. Sehr schön. Aber wir können als nie wieder zurück. Okay. Das ist so ein One-Way-Spiel. Aber wir können uns selber so ein bisschen raussuchen, wo wir als hingehen. Das finde ich recht cool gemacht bisher. Und ich liebe diese Ästhetik. Ich bin ja im Allgemeinen, habe ich ja am Anfang gesagt, ein riesengroßer Fan von Mythologie. Und eine gut gestaltete Unterwelt finde ich immer richtig cool mit anzusehen. Gehen wir doch mal weiter. Mal sehen, wie weit wir doch kommen. Oha, Bombenwerfer. Autsch. Es gibt kein Entkommen. Bloodless bastards got me. Okay. Das Haus des Hades. Wir haben einen Schlüssel bekommen und 20 Schattenenergie, nenne ich das jetzt einfach mal. Kann ich irgendwo ein Inventar? Nee, ein Inventar habe ich. Ja, na gut. Okay, reden wir noch mal mit one of those bloodless inferno bomber skeleton type guys. Nice. I always wondered what would happen if you just kind of sit around while all their bombs went off. Okay. Echt jetzt? The desk next to the throne. Oh, da ist jemand. Ja. Haben wir da oben noch irgendwas, mit dem wir interagieren können? How you holding up, boy? Eating well lately? All three mouths full and happy? Each terrifying maw of the infernal watchdog Cerberus responds affirmatively, one after the next, as if to reassure the ever-doubting prince. Ach, ich liebe diesen Erzählstil. Das ist genauso wie bei Bastion. Nur, dass hier tatsächlich Charaktere sind. Die sprechen und nicht nur der Erzähler. You don't like it when I pet your other heads, huh? No. Nur das Hühnchen. Okay. Was hast du zu sagen, Pops? Who's that sniveling shade your immediate left there, father? Already found someone new to do the busy work. And here I thought I was utterly indispensable. That shade, boy, is my newly designated contractor. One whose responsibility is to work on this house.
Though who shall pay for everything my subjects here demand, I do not know. You're trying to guilt me into funding the exorbitant furnishings you desire. Perhaps once we are finished with repairs for all the carnage you have sown throughout my realm, then we might finally have time for all the needed renovations that have piled up. Nice. Okay, was haben wir denn hier? Some sort of special offer for me, my good shade. Aufträge: Brunnenkammer des Tartarus, zusätzliche Kammer stellt inmitten der Düsen ein Quäntchen Leben her. Okay. Work authorized. A fountain chamber in the depths of Tartarus sounds like an excellent idea. What's that there? Something from the Fates? Kursaal. Bestfuhr. Sun. Schlaggemächer. Musik. Renovierung nötig. Okay. Damit kann ich dann wohl so ein bisschen beeinflussen, was in den Räumen erscheint, wenn ich da lang gehe. You are returned. Ja, ich bin wieder da, nix. You, child. You have outgrown this house. Of that I am now certain. Should you return again here, I shall keep you safe. I won't forget you, Nix, I swear it. Okay, gut, ich denke, an dieser Stelle würde ich dann jetzt auch relativ bald eine gute Stelle für einen Cut anbieten. Jetzt will ich allerdings ganz kurz gucken, wie viel haben wir? Wir haben 20. Du fügst bei Angriff und Spezialität ohne Schaden zu, wenn du Gegner hinterrücks triffst. Todesverachtung, du erlangst 5% statt zu sterben, wenn deine Lebenskraft erschöpft ist. Einmal je Rang. Ah, okay. Ein zusätzlicher Sport. Talentfrei. Enthüllt zwei neue Talente, die sich im Spiel der Nacht verbergen. Oder vielleicht vier. Okay. Ich heb mir das jetzt tatsächlich mal so ein bisschen auf. Skelly, I knew it. You know something, boyo? I think you could do a real number on one of these columns holding up this place and bring the whole thing down in just a few swipes. Boom, boom, boom! And hate to be standing near one of them if you did. Wreck my father's finely crafted architecture every chance I get. That I can do for sure. Also gut, wir bräuchten, damit wir weitere Waffen freischalten können, auf jeden Fall weitere Schlüssel. Von daher sammle ich die doch eigentlich gerne jedes Mal ein. Da oben haben wir sonst eigentlich nichts mehr. I can do this. I can do this. I can do this. Ja gut, ich denke mal, an dieser Stelle würde sich dann tatsächlich ein Cut anbieten. Wir haben jetzt so ein bisschen das Spiel kennengelernt, worum es eigentlich geht. Wir sind der Prinz der Unterwelt, wollen von dort abhauen. Vater ist zu beschäftigt, um uns sich in irgendeiner Form um uns zu kümmern. Und wir wollen einfach hier unten raus. Ist doch schon mal ein ganz cooles Setup. Ja, dann mache ich an dieser Stelle jetzt aber wirklich einen Cut, denn ich glaube, der Part geht jetzt schon wieder ziemlich lange. Das war's für heute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.